Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS15. Das Feld hatten wir schon abgeerntet. Jetzt haben wir den schon bereitgestellt, dass wir das wieder aufsehen können. Und damit können wir jetzt den kleinen Betrag von dem Weizen nochmal nachfüllen und gucken, ob sich das schon lohnt, das wegzufahren oder ob wir noch auf die nächste Ladung vom Mähdrescher warten. Ja, ist schon eine Weile her, als ich die letzte Folge gedreht habe, muss ich mich jetzt erstmal wieder reinposten. Ja, das war richtig viel. Ich bin erstaunt. Also ich würde sagen, wir warten noch auf die nächste Ladung vom Mähdrescher. Ja, in der letzten Folge sagte ich ja, ich würde jetzt in der nächsten Folge mehr in der Innenperspektive fahren. Deswegen werden wir das jetzt mal tun. Der sieht hier auch schon schön. Da geht er richtig ab mit 43 km/h. Und ich bin überlegen, ob wir uns noch ein paar Hühner kaufen. So, den haben wir mal am Rand abgestellt hier. Oh, jetzt nicht davor rennen. Stopp. So. Der hat noch ordentlich. Dann wollte ich gerade mal gucken, wie viel Eier die Hühner schon gelegt haben. Guck, 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 guck. Null? Wieso haben die null Eier gelegt? Müsste doch eigentlich schon viel mehr sein. Was ist denn da los? Haben die Hühner sich gegenseitig aufgefressen? Oh, oh. Oder gegenseitig weggehackt? Ne, sind noch alle da. Ach, der ist so schön bunt. Kein Ei? Kaufen noch ein paar Hühner. Hühner. Nochmal so 20 Stück, würde ich sagen. Dann kommen wir auf unsere 40 Hühner ungefähr. Dann kommen wir auf unsere 40 Hühner. Das wäre jetzt erreicht. Und ich wollte nochmal gucken, was der Überladewagen macht. Ich bin mir überladen. Überlader, okay. Überlader dienen im Einsatz auf dem Feld als Zwischenspeicher von Fruchtarten. Okay, wenn die der Meinung sind, das ist jetzt wichtig, dann können die es im Shop behalten. So, Pickup. Ja, ich bin immer noch am Überlegen, ob wir uns einen Hochdruckreiniger kaufen. Aber ich habe das Gefühl, unsere Geräte werden irgendwie nicht so richtig dreckig. Der ist auf jeden Fall nicht dreckig. Oh, da müssen wir mal kurz den anderen Trecker aus dem Weg fahren. Das ist ja kritisch. So. Fährt er jetzt weiter? Ja, der fährt jetzt weiter. Der ist wahrscheinlich noch nicht voll, oder? Nee, der ist noch nicht voll. Okay. Die werden echt nicht dreckig, habe ich das Gefühl. Doch. Der Reifen ist dreckig und der Anhänger, okay. Dann werden sie doch dreckig. Ja, meine Frage war jetzt, ob wir noch Rüben haben. Ich bin mir jetzt nämlich gar nicht mehr so sicher, ob wir das jetzt schon verkauft haben. Gucken wir direkt mal. Und da haben wir nicht mehr. Oh, hier haben wir noch Hackschnitzel. Hackschnitzel. Ja, hier haben wir noch Kartoffeln und Rüben. Und hier haben wir noch Dünger. Ist auch toll, dass... Ich weiß gar nicht, macht man das damit in den Düngerstreuer? Und wozu sind die Säcke dann? Die kippt man doch nicht hier oben rein, oder? Ist doch viel zu schwer. Naja, also der Schlauch scheint auf jeden Fall was aus dem Behälter zu nehmen. Auch kein Problem für uns, einfach mal auf so ein Dach raufzuspringen. Ganz normal. Mache ich jeden Tag.
Oh, das Lenkrad bewegt sich sogar mit, glaube ich. Ah, jetzt können wir uns mal hier schön umgucken. Da ist, glaube ich, die Radiosteuerung. Da sind... Ja, da ist ein Getränkehalter, glaube ich. Hier ist auf jeden Fall noch ein Fenster zum hinten rausgucken. Ach guck, der wird auch dreckig, okay. Behälter für Brot. Jeden abklappbarer Sitz. Ja. Ich weiß nicht, ob wir das Feld so echt lassen sollen. Das ist ja echt schon ein bisschen ungünstig, dass es so schmal ist. Aber ich bin echt gerade überlegen, ob unsere nächste Investierung nicht doch ein Düngerstreuer sein sollte. Hoppala, wir fahren hier gerade mal mit. Machen den dann leer. Stell ich mal den Tempomaten runter. Oh nein, 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 nein. So, jetzt bin ich bereit. Aber ich darf nicht zu weit weg. Es ist gar nicht so leicht, zum Chrom mit dem Mähdrescher mitzufahren. Wollen wir schon wegbringen? Aber wir brauchen das Geld. Wir müssen halt einen Düngerstreuer haben. Ich weiß allerdings nicht, ob das jetzt schon klappt. Wäre nämlich ärgerlich, wenn nicht. Da gucken wir mal. Also ich habe jetzt gerade gar nicht geguckt, ob hier der beste Preis ist. Das ist jetzt einfach am dichtesten dran. Hatte ich auch schon mal erwähnt, dass es meine Lieblingsabladestation ist. Falls ihr euch fragt, warum der Helfer nicht richtig mitarbeitet, das könnte daran liegen, dass euer Tempomat weit unten ist. Da, also die müsst ihr hochstellen, damit er auch das Tempo erreichen kann, was auf dem Tempomat steht. Also das macht er bei den meisten Geräten sowieso nicht, aber wenn jetzt zum Beispiel steht 2 km/h und ihr euch wundert, warum er nur 2 km/h fährt, da müsst ihr den Tempomaten hochstellen. Daran liegt das dann. Ja. Warum haben wir jetzt 41 Hühner? Haben sich vermehrt? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Wie ich ihn... Ah, jetzt. Ja. Hier auch schöne Bedienungsfelder. Irgendwie 2 Gangknüppel. Haben auch einen Platz für unseren Sohn. Ja, da. Sehr gut. Er kann in jedem Träger mitfahren. Yippie. Ja, es kann sein, dass diese Folge etwas kürzer wird. Das bitte ich zu entschuldigen. Dafür wird die nächste Folge wieder wie nach Plan laufen. Also, ich verabschiede mich jetzt hier. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Euer Jan.